Obwohl es immer noch keine Stellungnahme Nordkoreas gibt, hat der chinesische Botschafter die beteiligten Länder zu Verhandlungen aufgerufen. Dazu nun eine aktuelle Stellungnahme von Admiral Otomo, dem Oberbefehlshaber der japanischen... Trotz aller Zusicherungen des Botschafters hat sich an der Lage nichts geändert. Japans Bevölkerung erleidet immer... Schon wieder die Schleichwerbung. Ich glaube, Airways hat dafür bezahlt. Hey, hab gehört, Sie verlassen uns. Geht's wieder nach Panama? Tut mir leid, dass wir so schnell abhauen. Wir müssen uns dann noch um ein paar Sachen kümmern, bevor wir wieder hierher zurückkommen können. Tja, dann seht zu, dass ihr zum 4. Juli wieder zurück seid. Dann zeige ich euch mal, wie man richtig feiert. Das werde ich mir garantiert nicht entgehen lassen. Fischer, Lacerda hat seine Waffen von jemandem erhalten, der den Kauf zur Tarnung über eine panamaische Bank abgewickelt hat. Ich würde gerne einen Blick in Ihre Bücher werfen. Unglücklicherweise ist das nicht so einfach. Diese Operation darf nicht wie eine Aktion des US-Geheimdienstes aussehen. Daher musst du, um die ganze Geschichte zu verschleiern, den Tresorraum der Bank aufbrechen und einige Inhaberobligationen mitgehen lassen, die Eigentum der französischen Regierung sind. Mhm. Ich bin letzte Nacht in die Computer der Bank eingedrungen. Leider habe ich nicht viel herausfinden können. Alle Arbeitsplätze sind mit Wechselrahmen ausgerüstet. Ich vermute, dass die Daten jede Nacht physisch gesichert werden. Es ist schon eine verrückte Welt, in der man größere Angst vor Hackern als vor Einbrechern hat. Naja, wie dem auch sei, Sie bewahren die Festplatten vermutlich im Haupttresor auf. Wir werden wahrscheinlich nicht so leicht an Sie herankommen. Zuerst die gute Nachricht. Du warst schon einmal in dieser Bank. Du gehörtest damals zu einer Einsatzgruppe der CIA, die 1989 dort reinging, um nach einem Teil von Noriegas Drogengeldern zu suchen. Ein Großteil der Informationen, die wir über die Bank haben, stammen von deinem damaligen Team. Die schlechte Nachricht bei der ganzen Sache, die Bank ist gut gesichert. Laser, Bewegungsmelder, verschlossene Türen, Kameras, das ganze Programm. Na, nichts dabei, toll. Das es bereits 89 schon gab. Wir haben außerdem einen, nun ja, Spezialisten kontaktiert, der dir beim Öffnen des Tresors helfen wird. Du solltest dich mit dem Knaben unterhalten. Hören Sie, ich weiß nicht, wer Sie sind oder warum ich Ihnen helfe. Außer, dass das immer noch besser ist, als an die Decke meiner Zelle zu starren. Ich hörte, dass Sie es mit einem Mason Wells 88 zu tun bekommen werden. Nun, das ist kein Job für einen einzelnen Mann. Aber man sagt mir, dass Sie die Arbeit von 5 Männern erledigen können. Schön, sage ich. Ihr Freund Willy hat auf meine Anordnung hin in einem Schließfach ein paar nützliche Gegenstände für Sie hinterlegt. Das Schließfach befindet sich im kleinen Tresorraum. Okay. Wir bleiben auf unserem Kurs in Richtung Gelbes Meer und schicken Sie mit dem Helikopter nach Panama-Stadt. Innerhalb des panamaischen Hoheitsgebietes besitzen wir keinerlei Handlungsbefugnisse. Sie werden also verdeckt von unserem Botschaftsgelände aus agieren müssen. Sie und Ihr Partner werden in Panama auf sich allein gestellt sein. Alles klar, dann gehen wir mal wieder Ausrüstungskonfiguration, nehmen wieder Rending. Besser gesagt. Und ja, los geht's. Hey, Emilio! Hast du diese neuen Bewegungsmelder schon gesehen? Nein, was machen die? Wenn sie eine Bewegung wahrnehmen, geht das Licht an. Wow, das ist fantastisch. Wie Magie. Ich glaube, ich hole mir welche von meiner Garage. Stell dir das vor. Du fährst nachts mit einem Wagen in die Einfahrt und das Licht geht an. Ha, du spinnst ja. Das ist Hightech, Emilio. Sowas kostet bestimmt Tausende von Dollar. Ja, du hast vermutlich recht. Das könnte ich mir niemals leisten. Die in Panama sind wohl hier in der Steinzeit, hey. Technik. In Amerika ist das in jeder Garage drin. Okay. Gehen wir mal hoch. Fischer, ich habe gerade dein Offset mit den Informationen über die Bank gefüttert, die du und dein Team 1989 gesammelt haben. Ah, all die Erinnerungen. Ja, deinem Bericht nach zu urteilen, scheint es ein ganz netter Urlaubsausflug gewesen zu sein. War es auch. Den Rest des Jahres habe ich überwiegend in einem Straßengraben irgendwo zwischen Bagdad und Kuwait geschlafen. Oh, nun, falls es dich irgendwie trösten sollte, ich hatte 89 auch ein schlechtes Jahr. Was? Du hast doch während des Golfkrieges gar nicht für die Regierung gearbeitet. Nein.
aber ich war in der 10. Klasse. Oh, stimmt ja. Okay, Ventil drehen. Hast du die Sprinkleranlage? Na und? Hast du Angst, nass zu werden oder was? Ah. Natürlich nicht. Was kann so ein bisschen Wasser schon anrichten? Alles klar. Die habe ich abgelenkt, aber wo gehe ich jetzt hin? Fuck! Wie jetzt? Das Licht geht an. Ach, gerade eben haben sie es noch gesagt, ne? Und ich renne dahin und das Licht springt an. Egal. So habe ich die Guten auch wieder abgelenkt. Lauft ruhig hin, ihr dummen Wachmänner. Okay. Jetzt, wie komme ich hier rein? Was ist hier in der Ecke? Hier ist so schön dunkel. Ah, ist das etwa ein Sicherungskasten? Jackpot. Ziemlich dunkel. Und Gott sprache, es werde dunkel. Okay. Jetzt muss ich halt aufpassen. Was macht denn der? Hat nicht geblickt, da ist die Hauswand oder was? Gut. Nachdem ich jetzt schon so viele Kommentare gelesen habe, dass ich nicht so viele töten soll und mehr stealthen soll, dann tue ich das jetzt mal. Okay. Falsch. Dann versuche ich mal jetzt keinen zu töten. Mach alle ohnmächtig. Und benutze endlich mal das hier. Ich habe ganz vergessen, dass das ging. Ich habe mir auch nicht die Übungsvideos angeguckt. Deswegen eine Kamera. Ob sie jetzt aus ist, frage ich mich schon. Okay, das Licht ist wieder an. Und dann schleiche ich mich halt hier drunter. Das ist eine blöde Kamera. Einmal. Und los. Und... halt! Ach, geht nicht. Wenn das eine aus ist, dann kann ich das andere nicht benutzen. Ah. Okay. Gleich. Und zweimal. Perfekt. Ich würde sagen, wir gehen mal die Leiter hoch. Hey, was macht der denn? Mensch. Kletter hoch, bevor das scheiß Licht wieder angeht. Fischer, ich habe hier einen Arbeitsauftrag vorliegen, den die Bank bei ihrer Versicherungsgesellschaft eingereicht hat. Darin steht, dass die Kuppelfenster über der Lobby magnetisch verschlossen sind. Suche hier oben nach einem Trennschalter. Oder einem Verteilerkasten, mit dem sich die Schlösser deaktivieren lassen. Gut. Wenn's weiter nichts ist... Okay. Dann lass mal den Verteilerkasten suchen. Hier oben ist niemand, oder? Also ich sehe zumindest niemand. Okay. Ah. Das nenne ich doch einfach mal alles Stromquellen, ne? Mal weiter. Das sieht nach einem Verteilerkasten aus, aber dass der gleich hier vorne ist, denke ich nicht. Ist er auch nicht. Ganz schön glatt hier. Glatt? Hast Angst, dass der ausrutscht, oder was? Verteilerkasten da drüben? Nein. Was ist denn hier drin?
Da ist er ja. Sehr gut. Nein, jetzt komm. Ach, egal. Na los. Ja, jetzt. Bis zum letzten Bolzen, oder was? Alles klar. Hier ist niemand mehr, oder? Nö. Okay. Gute Arbeit, Sam. Die Magnetschlösser an den Fenstern sind deaktiviert. Hey, warte. Eine Spannungsspitze. Die Lobby. Sieht so aus, als sei gerade ein Lasernetz aktiviert worden. Laser? Laser sind doch sowas von... 90er Jahre? Ich wollte gerade 70er sagen. Könntest du bitte damit aufhören, mir das Gefühl zu geben, dass ich alt bin? Ich habe schlechte Nachrichten für dich, Sam. Du bist alt. Ich sehe die Laser. Das bringt's ja voll, wenn ich sie sehen kann. Okay. Dann schauen wir mal, welche Kuppel wir jetzt reinkommen. Ah, diese Kuppel hier. Alles klar. Und das sind auch wieder Laser. Achso. Ja. Abwärts. Da schläft einer. Fischer, hier ist unser Berater für Fachfragen. Er wird mit dir die einzelnen Schritte durchgehen, die zum Öffnen des Tresorraums nötig sind. Habe ein wenig Geduld mit ihm. Ah, oh, er ist einer von diesen... Richtig. Hallo, ist dieses Ding überhaupt an? Es ist an, ich bin hier. Wurden Sie über alles informiert? Wen interessiert? Hören Sie zu. Das ist ein Mason Wells 88. Jeder von Ihnen ist einzigartig. Wenn Sie diesem Baby unter den Rock schauen wollen, als erstes müssen Sie die Autorisierung für das Öffnen des Tresors erlangen. Und wie mache ich das? Der Bankdirektor und der Schatzmeister werden jeder ein Autorisierungsschloss in ihrem Büro haben. Ein weiteres wird sich im Sicherheitsbüro befinden. Na, Sie müssen toll. Alle drei deaktivieren. Okay. Ganz toll. Ein Retina-Scanner. Wir können ihn hacken. Oder wir wecken diesen guten Mann. Und zwingen ihn uns reinzulassen. Was ist das für ein Geräusch? Na dann, schau nach. Hallo. Eine wunderschöne Nacht. Findest du nicht auch? Ich hoffe, ich habe dich nicht geweckt. Ah! Leise. Ich bin nur hier, um diesen Laden auszurauben. Die Kassenschalter. In jedem bleiben über Nacht 1000 Balboas. Das Kleingeld interessiert mich nicht. Sie werden den Haupttresor niemals aufbrechen. Den bekommt niemand auf. Dann hast du hoffentlich nichts dagegen, wenn ich mein Glück trotzdem versuche. Nein, natürlich. Sie sind der Boss. Was immer Sie sagen. Wie kannst du mir bei der Sache helfen? Der Retina-Scanner. Ich kann ihn aktivieren. Das ist sehr freundlich von dir. Retina-Identifikation. Willkommen. Danke. Und, ja. Das Gold ist schwer. Sie werden nicht viel tragen können. Na, das lass mal meine Sorge sein. Gute Nacht. So. Der schläft. Dann schauen wir mal. Eine Kamera. Eine einzige Lichtquelle. Das war einmal. Bei Kameras zerstöre ich die Lichtquellen, das kann ich vergessen. Sonst springt es jedes Mal an und ich will ja unter diese Tür durchgucken. Sauber. Auch sauber. Ah. Interessant. Okay. Dann müssen wir. Hä? Das ist defekt. Das hier ist schmutzig. Immer schuftet Paco für dich. Kümmert sich um dich, damit du deine Arbeit machen kannst.
Oh, keine Sorge. Wenn du es kaputt machst, wird Paco es reparieren. Als ob Paco nichts Besseres zu tun hätte, als jedes kleine Ding zu reparieren, das kaputt geht. Wie lautete der Code nochmal? 8645. Schon erledigt. Danke. Was kann Paco jetzt für dich tun? Das Licht ist kaputt. Verdammt, Paco. Das ist keine gute Idee, dass du das gesehen hast. Naja. Hallo, Paco. Dein Pech, dass du das gesehen hast. Hallo, Paco. Ah, wer sind Sie? Was wollen Sie? Ich bin hier, um dir dafür zu danken, dass du das Tastenfeld an der Tür repariert hast. Hey, hey, so ist Paco. Der Mann für die schmutzige Arbeit. Verrätst du mir jetzt auch noch den Türcode? Sicher. Warum nicht? Er lautet 8645. Wollen Sie, dass ich Ihnen das aufschreibe? Nein, schon in Ordnung so. Paco, gib diese Nummer nicht jedem. Das ist doch nett. Schlaf gut, Paco. Morgen früh erinnerst du dich an gar nichts. Los. Weiter geht's. Die Kamera zeigt direkt hier drauf. Egal, jetzt gehe ich natürlich erstmal dorthin, wo Paco das Schloss repariert hat. Was hat er gesagt? Was war das nochmal? Achso, 8645. Danke, Paco. Sieht gut aus. Dann gehen wir gleich mal an den Computer. WNM Online Service? Hä? Zum Sport. Pitcher Akira Watanabe erschien gestern zum ersten Training mit seinem neuen Team in New York. Nach den ersten Trainingseinheiten sagte Trainer Mathieu... Ja, schön, ich will doch hier jetzt nicht Sportnachrichten hören. Ich bin hier, um die Bank auszurauben und nicht um die Nachrichten anzuhören. Das ist die Autorisierung des Schatzmeisters. Noch zwei übrig. Okay, in dem Raum ist hier nichts mehr. Ich komme nirgends hoch, nirgends rein. Nein, alles klar, weiter geht's. Die Kamera sieht mich nicht. Hätte ich das Licht auch nicht hier ausschalten brauchen. Aber ich schalte jetzt mal die Kamera aus, damit ich dieses Schloss hier öffnen kann. Erstmal knack ich es. Komm schon. Komm schon. Ach. Perfekt. Und nun? Rieche ich hier durch. Alles klar, dann bin ich mal gespannt, wo es da lang geht. Oh, hier stinkt's. Ja, du kriechst auch durch die Lüftungsanlage. Oh, deswegen. Hier richtet jemand sein Geschäft, oder was? Raus hier. Oh. Nein, wir müssen uns nicht heilen. Hier drin ist niemand, oder? Leer, leer, alles klar. Gut. Das erste Mal, dass ich wieder einen Lichtschalter sehe. Objekt wechseln. Okay, und optisches Kabel. Und schon wieder eine Cam. Das darf da nicht wahr sein. Na, dass sie mich sieht. Alles klar.
aus. Hier scheine ich wohl richtig zu sein. Toll. Hier ist jemand, oder? Egal. Gut. Was ist hier drin? Oh Mann. Muss ich da etwa rein? Na, ich hoffe mal nicht.